Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Pamela Owusu, ich bin der Host der Love Stage. Es geht jetzt weiter mit unserer nächsten Session, die sechste. Und ich freue mich sehr auf Lukas Knoflach. Er präsentiert uns seine Studie über der Wert von Musik, ökonomische Wirkungsanalyse. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich werde mich mal hinsetzen hier, weil es ein bisschen dem besser passt in dem Raum, glaube ich. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, alle hatten ein gutes Mittagessen. Jetzt werde ich ein paar Zahlen präsentieren, die hoffentlich auch die Verdauung anregen. Mein Name ist Lukas Knoflach. Ich bin Geschäftsführer von Sound Diplomacy in Berlin. Sound Diplomacy berät Städte, Regionen und Organisationen bei der Entwicklung des Musikökosystems und der Nachtökonomie. Ich leite das Büro in Berlin und wir haben ein Büro in London, in Barcelona und in den USA und arbeiten an sich international mit Städten wie Atlanta, San Francisco, London, Cardiff, Manchester und auch in Deutschland und Zentraleuropa und auch mit Organisationen wie der United Nations Industrial Development Organization und der GIZ. Genau, heute bin ich hier, um die Ergebnisse der Studie der Wert von Musik, ökonomische Wirkungsanalyse des Musikökosystems zu präsentieren. Ich werde nur ein paar Einblicke geben. Die Studie ist insgesamt 270 Seiten lang und online auch verfügbar. Die Studie ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Musikzentrum Hannover und der Initiative Musik und wurde mit Mitteln des BKMs gefördert. Sound Diplomacy hat die Studie durchgeführt und innerhalb der Studie betrachten wir 9 verschiedene Städte, Regionen und Länder. Hier auf der linken Seite sieht man die verschiedenen Auftraggeberinnen und PartnerInnen. Das ist einerseits die Stadt Augsburg, die Stadt Bremen, die Region Hannover, Köln, München, die Region Stuttgart, Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und Ziel der Studie war es, vergleichbare Daten zur ökonomischen Zusammensetzung des Musikökosystems zu liefern. Und genau, wie bereits erwähnt, werde ich nur einen Einblick geben. Es ist, da wir jede Stadt und jede Region recht ausführlich betrachten, würde eine genaue Betrachtung aller Gebiete den Rahmen dieser Präsentation sprengen. Aber ich hoffe, dass es mehr Interesse schafft, die ganze Studie zu lesen. Als Beginn möchte ich unsere Definition des Musikökosystems präsentieren. Die basiert auf vorhergehenden Definitionen des Musikökosystems und wurde ein bisschen erweitert, basierend auf der Datenverfügbarkeit, um das Musikökosystem umfassender darzustellen. Das sind einerseits im Kernbereich des Musikökosystems die Kreativen, das beinhaltet alle Musiker und Musikerinnen, Komponistinnen, DJs, aber auch MusikmanagerInnen. Der Teilbereich Musikveranstaltungen und Spielstätten inkludiert natürlich alle VeranstalterInnen, öffentliche und private Spielstätten, Veranstaltungsdienstleistungsunternehmen, ich glaube, das war's. Der Teilbereich Musikaufnahmen und Musikverlage beinhaltet natürlich Labels, Verlage, Tonstudios und Presswerke und auch ProduzentInnen. Der Teilbereich Musikschulen umfasst öffentliche und private Musikschulen. Der Teilbereich Musikinstrumente, einerseits die Herstellung, aber auch der Einzel- und Großhandel von Musikinstrumenten und der Einzelhandel von Musikalien. Dann der Hörfunk, den öffentlichen und den privaten Hörfunk und im erweiterten Ökosystem dann noch den Teilbereich der Audiogeräte und Lautsprecher, der die Herstellung von Lautsprechern, Mikrofonen, Verstärkern und auch den Einzel- und Großhandel beinhaltet. Ganz kurz zur Methode. Ich werde nur einen ganz kurzen Einblick geben, vor allem auf die Daten, die mit einbezogen wurde in die ökonomische Analyse. Die Grundlage sind die Wirtschaftszweige nach der Wirtschaftsklassifikation und somit die Hauptquellen, die Umsatzsteuerstatistik, einerseits die Voranmeldungen und andererseits die Veranlagungen für die Erfassung der Mini-Selbstständigen bzw. Nano-Selbstständigen und Daten der Agentur für Arbeit. Darüber hinaus haben wir regionalisierte Input-Output-Tabellen erstellt, um die indirekten und induzierten Effekte zu berechnen, auf die ich gleich nochmal eingehe. Und da diese eben nur auf Bundesebene verfügbar sind
und zusätzlich, um gewisse Daten abzugleichen, um das Musikökosystem besser darstellen zu können, beziehungsweise einzelne Teilbereiche aus Wirtschaftszweigen herausrechnen zu können, wurden noch zusätzliche Datenquellen hinzugefügt, so wie die Daten der KSK, die Theaterstatistik, die Statistik der deutschen Musikschulen, Geschäftsberichte des öffentlichen Hörfunks und Kartierung der Clubstudie sowie eigene Kartierungen in gewissen Teilbereichen. Da ich jetzt nicht die Gesamtstudie präsentieren kann, gehe ich kurz darauf ein, welche Dinge erfasst wurden bzw. welche Dinge in der Gesamtstudie mit dabei sind. In den jeweiligen Gebieten sind einerseits die direkten Effekte erfasst, das heißt, das sind die wichtigsten Zahlen, sind die Anzahl der Unternehmen, die Umsätze, die Bruttowertschöpfung, was gleich der geschaffene Produktionswert minus der Vorleistungen bedeutet, und die Erwerbstätigkeit in den verschiedenen Teilbereichen. Wir haben die Entwicklung der Bruttowertschöpfung zwischen 2014 und 2019 und darüber hinaus die indirekten und induzierten Effekte. Die indirekten Effekte sind Effekte, die durch die Nachfrage von AkteurInnen des Musikökosystems in Wirtschaftszweigen entsteht, die nicht direkt dem Musikökosystem angehören, sozusagen ein Veranstalter, der ein Security-Unternehmen für seine Veranstaltung beauftragt. Und die induzierten Effekte, das sind die Effekte, die durch die direkten und indirekten Effekte entstehen, und das sind die durch die Einkommen entstehende Konsumeffekte in der lokalen Wirtschaft. Wir haben 28 Interviews mit AkteurInnen durchgeführt aus verschiedenen Teilbereichen, um auch einen qualitativen Einblick zu geben und vor allem auch die kulturellen und sozialen und ökonomischen Gegebenheiten besser darzustellen anhand von Fallbeispielen. Und in der Gesamtstudie gibt es eben noch eine weitere Erfassung des kulturellen und sozialen Begriffs des Musikökosystems, da die ökonomische Analyse im Vordergrund steht. Es gibt eine vergleichende Analyse, die die ganzen Gebiete, vor allem auch die Teilbereiche miteinander vergleicht. Da gehe ich ganz kurz nur darauf ein später. Die Auswirkungen von Covid-19. Es gibt Exkurse zu verschiedenen Bereichen, die ökonomisch nicht erfassbar sind, sowie die Amateurmusik, und einen Ausblick und allgemeine Handlungsfelder. Mal vorab die Summe der direkten Effekte des Musikökosystems, wenn man alle 9 Gebiete zusammenzählt, und das sind jetzt Augsburg und Bayern nicht addiert, sondern es ist wirklich nur die Gebiete, die wir innerhalb Deutschlands betrachtet haben, beläuft sich der direkte Umsatz auf 10,5 Milliarden Euro und die Bruttowertschöpfung auf 5,6 Milliarden Euro und insgesamt knapp 85.000 Erwerbstätige. Diese Erwerbstätige splitten sich so auf, und zwar 10% sind Unternehmen und Selbstständige, 50% sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 15% geringfügig Beschäftigte und 25% Nano-Selbstständige. Das sind Selbstständige mit einem Umsatz von weniger 17.500 Euro pro Jahr. Der Wachstum des Kernbereichs, wenn man das durchschnittliche Wachstum betrachtet in den Gebieten, sieht man, dass es, wenn man den öffentlichen Hörfunk ausklammert, zu einem Umsatzwachstum von innerhalb des Zeitraums von 22,2% gekommen ist, was über dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum in den betrachteten Gebieten lag, was bei 18,7% lag. Ich habe vorher schon die Definition zu den indirekten und induzierten Effekten gegeben. Das sind die, vielleicht für Leute, die jetzt noch zugeschaltet haben oder noch gekommen sind, die indirekten Effekte sind die Effekte, die in anderen Wirtschaftszweigen entstehen durch die Nachfrage der Akteure des Musikökosystems, und die induzierten Effekte sind die Konsumausgaben durch die Einkommen, die entstehen durch die direkten und indirekten Effekte. Dadurch kommt es zusätzlich in den betrachteten Gebieten nochmal zu einer Bruttowertschöpfung von 8,2 Milliarden Euro und nochmal zu Erwerbstätigen von knapp 84.000 Personen. Das bedeutet, dass 1 Euro Bruttowertschöpfung innerhalb der Gebiete zu zusätzlich 1,35 Euro Wertschöpfung führt und ein Erwerbstätiger in den Gebieten zu zusätzlich 1,4 Erwerbstätigen führt. Ich hoffe, das kann man sehen. Ein kurzer Einblick in die verschiedenen Teilbereiche und deren relative Wichtigkeit in den Gebieten. Das ist jetzt der Durchschnitt. Man sieht hier, dass einerseits der Anteil an der Bruttowertschöpfung, andererseits den Anteil an den Erwerbstätigen und die Entwicklung der Bruttowertschöpfung in den Teilbereichen. Man sieht, abgesehen vom Hörfunk, haben sich alle Teilbereiche sehr positiv entwickelt. Wenn man jetzt die Bruttowertschöpfung betrachtet, ist Veranstaltungen und Spielstätten der stärkste Teilbereich,
knapp gefolgt von Musikaufnahmen und Musikverlagen, der sehr stark geprägt ist von der Stadt München, und gefolgt vom Hörfunk, von den Musikinstrumenten, von den Kreativen und den Musikschulen. Interessant ist, dass wenn man dann Anteil an den Erwerbstätigen ansieht, dass sich das ein bisschen dreht. Die Veranstaltungen und Spielstätten sind noch immer der wichtigste Sektor im Durchschnitt. Jedoch werden die Musikschulen und die Kreativen wichtiger, was vor allem daran liegt, dass die spezielle erwerbstätigen Strukturen haben. Bei den Kreativen gibt es sehr viel freie und auch nano-selbstständige Kreative und ebenso bei den Musikschulen sehr viel freie MusiklehrerInnen bzw. nano-selbstständig tätige MusiklehrerInnen und weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Und bei den Veranstaltungen und Spielstätten gibt es auch Nanoselbstständige beziehungsweise einen sehr hohen Anteil an geringfügig Beschäftigten. Wenn man dann das gesamte Musikökosystem betrachtet und den Bereich Audiogeräte und Lautsprecher hinzufügt, sieht man einen Anteil an der Bruttowertschöpfung von diesem Teilbereich von 34% und einen Anteil an der Erwerbstätigkeit von 9%. Ich gehe jetzt in der Präsentation nicht auf die einzelnen Teilbereiche ein. Wir haben auch einen Vergleich gemacht zwischen jedem einzelnen Teilbereich und die zwischen den Städten, Regionen und Ländern, um auf gewisse nochmal Stärken, Schwächen, Potenziale, negative Trends einzugehen. Ich präsentiere jetzt aber nur zwei Kennzahlen, die einen, sagen wir mal, oberflächlichen Vergleich ermöglichen. Das ist einerseits der musikbezogene Umsatz pro Einwohnerin. Die Kennzahl errechnet sich so, das ist der direkte, indirekte und induzierte Umsatz im Verhältnis zu den EinwohnerInnen in den betrachteten Gebieten. Und hier sieht man, dass im Kernbereich reicht es von 206 Euro pro EinwohnerIn bis zu, in Sachsen-Anhalt, bis zu 3065 Euro pro EinwohnerIn in der Stadt München. Und die Stadt München und die Stadt Köln sind hier, die haben das stärkste, ausgeprägteste Ökosystem. Wenn man das gesamte Musikökosystem mit dem Teilbereich Audiogeräte und Lautsprecher mit einbezieht, sieht man vor allem zwei signifikante Änderungen. Das ist einerseits in der Region Hannover und andererseits in Bayern. Und da ist es zum Beispiel in der Region Hannover durch die Ansiedlung von Sennheiser, die einen sehr großen Einfluss sowohl auf die Erwerbstätigkeit als auch die Umsätze in der Region haben. Die zweite Kennzahl ist die Anteil des Musikökosystems an der Gesamterwerbstätigkeit der betrachteten Gebiete. Wie davor, das berechnet sich so, dass man die direkte, indirekte und induzierte Erwerbstätigkeit ins Verhältnis setzt mit der gesamten Erwerbstätigkeit in den betrachteten Gebieten. Und hier sieht man, dass im Kernbereich die Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt bei 0,6% liegt und bis zu 2,4% in Köln. Und Köln ist sowohl im Kernbereich als auch im gesamten Musikökosystem hat das ausgeprägteste, den größten Einfluss auf die Erwerbstätigkeit. Und hier sieht man, wie schon zuvor, dass in der Region Hannover auch der Teilbereich Musik, also so Audiogeräte und Lautsprecher, einen sehr großen Einfluss zusätzlich hat auf die Erwerbstätigkeit im gesamten Musikökosystem. Und was man hier jetzt auch sieht und bei der Kennzahl davor, ist, dass es auch natürlich einen prägnanten Unterschied gibt zwischen Ballungsräumen und Regionen bzw. Ländern, wo sich in den Städten einfach mehr Musikindustrie und mehr Kreativwirtschaft sozusagen ansiedelt. Was bedeuten diese Zahlen, was war der Sinn dahinter? Und also die Zahlen liefern für viele ein erstes umfassendes Bild des Musikökosystems auf kommunaler und regionaler Ebene. Einerseits, wir haben natürlich ein sehr, sehr bunt durchgemischte StudienteilnehmerInnen und bis in diese Gebiete. Für viele war das erste Mal, dass Zahlen zum Musikökosystem erhoben worden sind. Für andere war vor allem die erweiterte Definition des Musikökosystems und die erweiterte Fassung der Effekte, also der indirekten und induzierten Effekte, interessant. Die Zahlen, also sowohl die direkten, indirekten und induzierten Effekte, aber auch das gesamte Wachstum des Musikökosystems, was über dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum vor der Krise lag, unterstreichen noch einmal die ökonomische Bedeutung. Das heißt, gerade in einer Zeit, wo unter Umständen Förderungen hinterfragt werden, beziehungsweise Investitionen ins Musikökosystem vielleicht zurückgestellt werden, zeigen diese Zahlen und unterstreichen die Zahlen nochmal, wie wichtig und also nicht nur wie kulturell und sozial wichtig Investitionen in Musik sind,
sondern auch, dass es ökonomisch nachhaltig sinnvoll ist, in Musik zu investieren und Musik zu fördern. Innerhalb der Regionen zeigen die Daten auf, welche positiven Entwicklungen es gibt, welche Stärken und welche Schwächen es gibt. So ist es zum Beispiel in Augsburg, hat einen sehr starken privaten Hörfunk. Das Land Sachsen hat einen sehr starken Musikinstrumentenherstellungssektor. Es zeigen sich auch bestimmte Trends auf, so wie zum Beispiel in der Stadt Stuttgart, wo sich der Teilbereich Veranstaltungen und Spielstätten in den letzten Jahren negativ entwickelt hat. Das heißt, diese Zahlen ermöglichen nicht nur einen Vergleich mit anderen Regionen und Städten, sondern im Idealfall bilden sie auch eine Basis für zukünftige Entscheidungen, um positive Effekte zu verstärken oder negativen Trends entgegenzuwirken. Das war's von meiner Seite. Die Studie ist verfügbar online. Ich kann die gerne teilen per E-Mail. Sie ist verfügbar, wie schon bereits erwähnt. Innerhalb der Studie wird auf die neuen Gebiete sehr detailreich eingegangen und es besteht die vergleichende Analyse der Ausbildung, die Handlungsfelder. Und ja, das war's von meiner Seite. Gibt's Fragen? Gerne auf der Bühne oder abseits der Bühne. Hallo. Ja, super, vielen Dank. Ich komme mal zu dir. Ich stelle mich mal. Nö, alles gut. Ja, hat jemand Fragen? Ich habe auf jeden Fall eine Frage aus dem Chat. Und einmal noch an Stefan Kirsch. Ja, es gibt eine Aufzeichnung von deiner Präsentation. Das nur noch mal kurz als Rückantwort. Und eine Frage aus dem Publikum ist, oder aus dem Chat ist, von Alexander. Er fragt, ist Berlin so gering vom Umsatz oder liegen dafür keine Daten vor? Also ist Berlin keines der betrachteten Gebiete? Hast du da vielleicht eine Antwort für unseren Da habe ich eine Alexander? Antwort. Berlin ist keines der betrachteten Gebiete. Das habe ich mir gedacht, weil ich glaube, in der Musikökonomie spielt Berlin doch bestimmt auch, also jobmäßig, ja, weil alle Labels hier sind. Also auf jeden Fall, wir haben jetzt nicht alle Städte in Deutschland betrachtet. Das heißt, ich habe das am Anfang schon erwähnt, das war ein Kooperationsprojekt zwischen der Initiative Musik und dem Musikzentrum Hannover und es hat die Möglichkeit gegeben, dass Städte an der Studie teilnehmen. Und genau, es ist ja Hamburg auch nicht dabei, ist ja auch sehr wichtig. Genau, wollte ich auch sagen, habe ich mich auch schon gewundert. Sonst noch jemand? Eine Frage. War das alles so schön klar? Ich meine, man muss sich, glaube ich, die Studie noch mal im Gesamten anschauen, um vielleicht sich noch mal einen besseren Eindruck machen zu können. Das sind sehr, sehr ausgewählte Themenbereiche und sehr verkürzt natürlich aufgrund der Zeit, dass wir jetzt hier nicht noch tiefer darauf eingehen konnten. Aber ich bin immer für Gespräche. Genau. Ja, also ich würde dann erstmal herzlichen Dank, glaube ich, sagen. Ja? Herzlichen Dank dir auch. Danke dir.